Ich kann mir keine Überraschungen leisten. Womit erpresst Crane dich? Ich leite ein Schutzzentrum für Opfer von Menschenhandel in Kambodscha. Es gab immer mal ein paar kleinere Zwischenfälle, aber nichts Tragisches. Vor einigen Wochen wurde eine unserer Mitarbeiterinnen gekidnappt. Nach 2 Tagen lag sie dann auf einmal vor unserer Tür. Übel zugerichtet. Eine Stunde später war sie tot. Dann kam einer von Cranes Leuten, Jeremy. Der Scheißkerl hat mir erklärt, dass er genau das jedem von uns antun würde. Einschließlich der Kinder. Die sind mein schwacher Punkt. Mehr hat Crane nicht gebraucht. Du kannst sicher nachvollziehen, dass ich keine Wahl hatte. Ich konnte nur tun, was Crane von mir wollte. Mein Auftraggeber möchte Ihnen ein Angebot machen. Sie sollen 3 Männer ermorden. Jeder der Todesfälle muss wie ein Unfall wirken. Ihre Spezialität, glaube ich. Scheint, die Berichte über Ihr Ableben waren ziemlich übertrieben. Oder was meinen Sie? Mein Auftraggeber könnte das in gewissen interessierten Kreisen streuen. In dem Fall würde dann Ihr neues Leben hier ein eher rasches Ende nehmen. Oder Sie nehmen das Angebot an und gelten weiterhin als tot. Was bevorzugen Sie, Senior Otto Santos? Lassen Sie mich einen Anruf machen. Was soll der Quatsch? Sagen Sie Ihren Scheißfreunden, Sie können mich mal kreuzweise. Ich möchte dir gern danken. Für alles. Für alles? Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass du durch mich in diese Lage geraten bist. Aber diese Kinder, die bedeuten mir alles. Dass sie die an Menschenhändler ausliefern. Oder ermorden. Das darf nicht passieren. Natürlich nicht. Ich war auch ein Waisenkind. Ich wurde an einen Gangster verkauft, dessen Spezialität die Ausbildung von Kindersoldaten war. Crane war auch dort. Was ist passiert? Ich bin entkommen, er nicht. Sie haben sicher ihnen die Schuld gegeben. Ihn dafür bluten lassen. Und nun gibt er dir die Schuld. Und rächt sich auf diese Weise. Oh Gott, es tut mir so leid. Du kannst nichts dafür.
Auftraggeber, den ich vertrete, hat ein Angebot für Sie. Jeder Todesfall muss wie ein Unfall aussehen. Ihre Spezialität, glaube ich. Ich bringe diese Leute nicht um. Ich warte schon zu lange darauf, mit dir abzurechnen. Du hast 36 Stunden, um alle Ziele auf dieser Liste zu eliminieren. Oder sie eliminieren mich. Es ist kein Eindringling zu sehen, Mr. Adams. Weil er hier direkt vor mir sitzt im Schutzraum, du Pfeife. Ich habe mein Leben lang dafür gesorgt, dass Menschen sterben. Dir kann ich Leben geben. Ich will Ihnen bei der Vermeidung eines Unfalls helfen. Woran denken Sie? An Ihren Tod. Hätte nie gedacht, dass der Tod so belebend ist. Die lassen nicht locker, oder? So wenig wie ich. Put your hands up.